kommen also Anspruch und Wirklichkeit irgendwie nicht zusammen. Die Konzernspitze will natürlich endlich internationalen Fußball sehen, aber am Ende der Saison bleibt dann immer nur irgendwie diese biedere Mittelklasse. Grund dafür, da wollen wir mal drauf schauen, ist die katastrophale Auswärtsbilanz des VfL Wolfsburg. Die letzten 6 Auswärtsspiele hat der VfL allesamt verloren und schwer kassiert dabei. 4 Gegentore in Leverkusen, 3 in Dortmund und in Kaiserslautern, 5 in Mainz, 6 Gegentore in Bremen und davor gab es auch noch das 0:1 in Duisburg. Selbstbewusstsein ist ein teures Gut, das man nicht so einfach ansparen kann, aber der VfL Wolfsburg hat es regelmäßig auf fremdem Platz in letzter Zeit verballert. Welches Heilmittel hat Klaus Augenthaler da jetzt aus seiner Hausapotheke geholt, damit sich die Wolfsburger endlich mal auf fremdem Platz auch wie zu Hause fühlen? Stefan Schiffler. Naja, er hat seinen Leuten viel Individualtraining und etliche Einzelgespräche verabreicht. Außerdem hofft Klaus Augenthaler, dass sich die Mannschaft auf dem Platz genauso geschlossen darstellt wie vor ein paar Tagen beim gemeinsamen Bowlingabend. Die Wölfe in Weiß auf 3 Positionen verändert. Quiroga kehrt nach überstandener Verletzung für Franz zurück in die Viererkette. Der Club nach 5 Minuten mit dem sehr agilen Dominik Reinhardt. 2 Wölfe laufen parallel. Reinhardt, Jentsch ist immerhin unten. Zumindest der Wolfsburger Keeper von Beginn an auf der Höhe. Reinhardt mit der richtigen Idee, sieht Wittek, aber einen Tick zu lang gewartet. Beide Teams ohne ihre besten Angreifer. Klimovic ist bei Wolfsburg gesperrt. Nürnbergs Kiesling wird an den Mandeln operiert. Der Club wieder über rechts. Wieder mit Reinhardt. Wieder die Wölfe im Tiefschlaf. Und schon wird's bestraft. Ivan Zajenko, der Russe mit dem 1:0 in der 16. Minute. 17.000 freuen sich. Nürnberg nutzt die traditionell großen Lücken der Wolfsburger Hintermannschaft. Sowohl Quiroga als auch Alex verlieren innen den Überblick. Und ein bisschen Glück für Ivan Zajenko bei seinem 4. Saisontor. Ja, ja, Klaus Augenthalers Rückkehr nach Nürnberg. Keine seiner Therapieversuche schlägt bisher an. 7-mal lagen die Wölfe in dieser Saison auswärts 0:1 hinten. Alle Spiele gingen verloren. Mike Hanke, bisschen halbherzig, aber Hanke bekommt die 2. Chance. Und dann holt er so ein Ding raus. Super Schuss, aber ein Volltreffer, der nichts wert ist. Mike Hanke seit Wochen in prima Form. Nach 20 Minuten hat er einfach nur Pech. Eine halbe Stunde vorbei. Wenn der 15. gegen den 13. spielt, dann sieht das mitunter so aus. Pinola, ein Gruß an die eigenen Fans. Das letzte Highlight im ersten Durchgang. Dennoch gute Nachrichten vom Club. Der verletzte Marek Mintal berichtet zur Pause von einer Führung für die Franken. Zunächst keine Änderungen bei beiden Mannschaften im zweiten Durchgang. Die Gastgeber stehen hinten sicher und sie profitieren weiterhin von Wolfsburger Tatenlosigkeit. So wie hier. Wittek, Sieger gegen Hofland. Und dann schauen Sie mal, was Zajenko mit Alex und Hofland veranstaltet. Schöne Vorführung, aber erschreckend, wie passiv und unsortiert die Niedersachsen sind. Cantalupi, Polak, Chance für Wittek. Oh, da war mehr drin. Klasse Spielzug der Nürnberger. Robert Wittek in der Vorrunde noch außer Form. Mittlerweile ist er durch Meyers Unterstützung wieder voll bei der Sache, auch wenn er hier nicht trifft. Pech gehabt, nach wie vor nur 1:0. Wolfsburg im Monat nach D'Alessandros Weggang. Keine Ideen, keine Torgefahr, aber ein Freistoß durch Hochendorp. Oh je, Hochendorp als Klimovic-Vertreter überfordert. Danach muss er für Marley raus. Auch die schwachen Kahan und Skitischwili gehen. Thiam und Nesiri sollen mehr Druck aus dem Mittelfeld machen. Noch 25 Minuten. Die Gastgeber haben mittlerweile ihre Angriffsbemühungen weitgehend eingestellt. Und ein Hauch von Spielkunst weht durchs Frankenstadion. Pablo Thiam
Naja, der eingewechselte Ex-Kapitän betreibt etwas Eigenwerbung beim Trainer. Im Augenthaler Team läuft langsam die Zeit davon. Aber die Gäste ziehen das Tempo jetzt an, sind auch etwas energischer im Zweikampf. So wie hier Nesiri. Schöner Ball auf Mike Hanke. Hanke, Pinola kommt nicht mehr ran. Erneut im Pech nach 77 Minuten. Die Nürnberger Führung wackelt jetzt bedenklich. 3 Minuten später Pinola beim Eckball für den Club. Und in der Mitte ist Nickel. Seine Kopfbälle sind gefürchtet, aber kein Problem für Jentsch. Die Schlussphase. Wolfsburg und der Versuch, hier noch einen Punkt zu retten. Katastrophenfehler von Van der Heijden. Und dann startet Robert Wittek durch. Alex behindert ihn. Wittek nicht zu stoppen, aber wieder nichts. Dennoch bemerkenswerte Aktion. Noch einmal der Nürnberger Konter. Und Robert Wittek mit Fair Play. Wenn er sich im Duell mit Alex fallen lässt, gibt's 11 Meter. Glück für die Gäste. Die Nachspielzeit. Noch einmal der Club. Cantaluppis Freistoß. Noch einmal Robert Wittek. Und noch einmal scheitert er. Aber der Frust dauert nur kurz, denn danach ist Feierabend. Und wenn Wittek hier auch kein Tor zustande bringen konnte, er hat seinen Anteil am Erfolg und an der Tatsache, dass die Wölfe ab sofort auch um den Klassenerhalt bangen müssen. Ist Wolfsburg jetzt im Abstiegskampf? Also wir haben immer noch einige Mannschaften hinter uns. Aber wir, wie gesagt, wir dürfen uns nicht sicher sein, aber wir dürfen uns auch nicht jetzt sagen, wir rutschen nach hinten rein, wenn wir weiterhin an uns glauben, wenn wir weiterhin arbeiten. Ich weiß, dass es nicht von heute auf morgen geht. Die 2 Heimspiele waren okay, die waren überzeugend. Und ich denke auch, dass wir auswärts, dann wenn wir weiterhin so arbeiten, dementsprechend nochmal punkten werden. Aber heute jubeln nur Auges frühere Kollegen aus Nürnberg. Während sich die Gastgeber etwas Luft verschafft haben, müssen sich die Wolfsburger vornehmlich auf ihre Heimspiele konzentrieren. Sonst wird's eng mit dem Klassenerhalt. Ja, dann nächste Woche auf ein neues, da kommen die Hannoveraner. Aber das war jetzt die 7. Auswärtsniederlage in Folge.